Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Top 10 Video. Seit einem kleinen Update von heute Nacht hat OBS Schwierigkeiten, meine Webcam zu erkennen. Ich fixe das garantiert noch bis zum nächsten Stream, aber jetzt, nehmen wir erstmal ein Video auf. Ich kann euch, wenn ihr wollt, den Körper anmachen, zack. So sehe ich aus, wenn ich nur einen Tanktop anhab. Wisst ihr Bescheid? Das Ganze ist natürlich wieder in Kooperation mit... unserem Partner, wenn es darum geht, Skins zu verkaufen oder zu kaufen. Dieser Code, der da am Anfang eingeblendet wurde, der zählt nur bei der Erstanmeldung. Das heißt, wenn ihr euch über mich anmelden wollt, dann geht das nur bei der Erstanmeldung, wenn ihr euch bei Skinbaron anmeldet. Auch über meinen Link funktioniert das. Aber wenn ihr euch schon so angemeldet habt, dann geht es nicht mehr. Heute ist die P2000 dran und wir legen direkt los mit Platz 10. Auf dem 10. Platz befindet sich bei mir die P2000 Scorpion. Der Skorpion ist ganz nett. Obenrum finde ich eigentlich ziemlich langweilig die ganze Sache. Aber der Skorpion macht halt immerhin etwas her. Preismäßig sagt Skinbaron folgendes. Da gibt es im Moment gar nicht allzu viele Angebote. Hier mit 1,29 Euro ist man da dabei mit einem Stickerlin drauf. Hier 2,50 ohne Sticker. Alles in FN. Ja. Bleibt einem selbst überlassen, ob man sich die erholt und den Sticker abmacht oder 10 Euro bezahlt. Ja. Die Oceanic liegt auf dem Platz 9, gerade für Blauliebhaber natürlich der Skin, den man sich besorgen sollte. Schön mit Wasserspritzern drauf, also ganz nett, ne? Kann man nicht sagen. Preismäßig ist die doch sehr günstig angesiedelt. Guck mal hier, Minimal wären 9 Cent, 17 Cent für Fabrik neu, 23 Cent in Einsatz erprobt und steady. Hier nochmal eine Stat-Track, wo wir dabei. Ja, guck mal da. Also wenn man einen Stat-Track haben möchte, dann muss man schon so 20 Cent plus ausgeben für das Dingelchen. Naja. Auf dem Platz Nummer 8 liegt die P2000 Turf. Hat ein paar Weißanteile, matschiges Grün oder halt, ja, Blattgrün. Grau, hellgrau. Schäh. Ich glaube, das war der Skin, den wir mal in einem Case-Opening mehrfach gezogen haben. Also fast hintereinander. 4 Kisten aufgemacht, 4-mal Turf. Sehr schön. Das ist die Sport-Edition. Also für die Sportler unter euch, Zugriff! Auch vom Preis her kann man da, glaube ich, nicht arg viel falsch machen. So alles unter 10 Cent ist ja eigentlich immer gern gesehen. Gibt es ja auch noch eine schönere als einsatzerprobt? Hallo? Ne, irgendwie. Ach, guck mal hier. Für 10 Cent... minimale Gebrauchsspuren. Ist in Ordnung. Wir gehen nun über zum Platz 7 und kommen langsam in die etwas hübscheren Gefilde. Die Corticera, die es auch als AWP gibt, kommt hier schon ganz gut raus. Ich finde es schade, dass der Skin nicht über die gesamte Waffe drüber geht. Aber, naja, immerhin. Ebbes. Es hat nochmal viel Blauanteil dabei. Ich weiß nicht, ob Blau so gut hier mit reinspielt. Da hätte man vielleicht, Schwarz nehmen können oder Weiß. Obwohl, na, vielleicht ist Blau dann eine ziemlich gute Alternative. Angebotsmäßig ist da gar nicht allzu viel am Start hier bei den Barönchen. Für 2 Euro eine... in Minimalware 13 Euro, beziehungsweise fast 14 Euro in Stat-Track Fabrik neu. Ja. Die nächste Wumme auf dem Platz Nummer 6 ist die Urban Hazard. Die finde ich sehr nice. Sie hat extrem viele Details, auf die man eben achten kann, wenn man die Zeit dafür hat. Vor allem im Fight ist ja eher schwierig. Hier auch nochmal der Name des Skins auf der Waffe drauf. Ist auch eher selten so eine Geschichte. Ist halt kein flashy Skin, also er blinkt jetzt nicht gerade vor sich hin. Hat aber trotzdem schöne Farbnuancen und hat 2 Tiddies hier oben drauf. Hier kann man auch ohne großartige Bedenken zugreifen. 5 Cent. Wir schauen mal rein, wie die in Einsatz abrupt aussieht. Gut, die hier sind noch zu erkennen. Das ist ja schon mal was. Ist hier oben vielleicht etwas mehr abgenutzt? Möglich. Aber nach wie vor edel. Wir gehen mal hier in die krassen Bereiche rein, um zu schauen, wie die Preise hier oben sind. Vollkommen machbar. Guck mal, 8 Cent Minimalware. Als nächstes haben wir die P2000 Imperial. Rot ist jetzt nicht so mein Fall, mit Gold zusammen auch nicht, wobei Rot und Gold ja doch irgendwie ganz gut zusammenpassen. Ist immerhin auf dem 5. Platz, also ist es nicht so, dass ich sie nicht schätzen würde. Aber ist jetzt auch nicht der Überskin, also für mich zumindest nicht. Ich denke, jemand, der Rot mag, der wird die Waffe lieben. Mal schauen, was so eine Liebschaft kosten kann. Da sind wir ja schon etwas schmalziger unterwegs. 1,50 Euro, 33 Cent für Fabrik neu. Guck mal, das ist ja ein Schnäppel. Also im Vergleich hierzu, ne? Ziemliches Schnäppel, würde ich direkt zuschlagen. Warte mal, soll ich da direkt zuschlagen? Ich überlege gerade, ich habe noch 1,74 Euro drauf. Soll ich die direkt holen, einfach, um die hier gleich rauszuhauen? Oder halt, warte, dann klaue ich euch ja den Kram. Ist auch irgendwie kacke. Wem die gefällt, der kann hier direkt für 33 Cent wirklich ein ganz gutes Geschäft machen. Selbst die hier für 31 Cent ist, glaube ich, ich glaube, es ist sehr, sehr günstig. Also wenn man sich zum Beispiel die hier mal anschaut, 3 Euro, auch Fabrik neu, 3 Euro, guck mal, die haben fast die gleiche Wear. Naja. Tja, und wer hätte es gedacht, Platz Nummer 4, Imperial Dragon. Ist schon mal ein bisschen schicker als diese normale Imperial. Die hat schön viele Details, auch ein bisschen hier einen Farbenumschwung, also das gefällt mir deutlich besser als die Imperial alleine. Die liegt auch direkt etwas höher im Kurs hier, 3 Euro für Fabrik neu, 1,56 Euro Einsatz erprobt, 1,84 Euro Einsatz erprobt. Ah, das war's schon, das hier sind alle Gebote, die es hier gerade gibt auf Skinbaron aktuell. Schnieges Ding. Und jetzt kommen wieder die vorderen 3 Plätze. Ihr könnt also wieder raten, was da wohl bei mir liegt und eure eigene Liste auch gerne hier hinhasseln. Also eure Top 3, Top 5 oder Top 10, wie ihr wollt. Ich gebe euch wie immer hier mit dieser gesamten Liste die Möglichkeit zu gucken, was es denn noch so gibt und was wohl in meiner Liste sein könnte. 3, 2, 1, los geht's. Platz Nummer 3. Da liegt bei mir die P2000 Pulse. Grün, ihr wisst, wie der Hase läuft, ne? War irgendwie klar, dass die weit oben ist. Vor allem grün und schwarz, beziehungsweise diese Türkis, Blau-Grün-Mischungen und so weiter, ziemlich amazing. Mit einem schwarzen Hintergrund, edel.
Das haben sie wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und auch preismäßig kann sich diese Waffe auf jeden Fall sehen lassen. Da 9 Cent in Einsatz erprobt. Wir schauen mal kurz rein. Ist auf jeden Fall, würde ich zumindest sagen, hinnehmbar hier mit den paar Macken. Hier unten 25 Cent in Fabrik neu, 10 Cent. Naja, das ist eher nicht so gut. 26 Cent in FN. So, so viel zum Platz 3. Die Handgun Boom liegt auf dem zweiten Platz. Diesen Skin gibt es auch auf einer anderen Waffe, oder? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass es noch eine andere Waffe mit dieser Handgun gibt. Sehr, sehr schön. Als man sich früher für Source noch einfach so Skins runterladen konnte, haben viele mit einem Handskin gespielt. Also man hat aus der Hand heraus geschossen. Das war ziemlich nice. Und natürlich waren die Geiseln immer nackte Frauen, ist klar. Aber was kann diese Handgun in Sachen Preis von sich behaupten? Geht eigentlich noch in Ordnung, oder? 1,30 in FN, 23 Cent hier in abgenutzt. Ah, ihr hört es auch schon auf, das war's hier mit den Angeboten. 32 Euro Stat-Track. Hier nochmal eine in FN, 4,50 Euro. Wobei ich dann natürlich eher hier zugreifen würde. Ja, wir gucken mal rein, ob die irgendwie anders aussieht. Da erkennt man keinen Makel. Und jetzt kommen wir zum Platz Nummer Uno. Da steht zumindest bei mir die Fire Elemental. Die erinnert mich auch so ein bisschen an diese Wasserpistole, an die Glock. Und ist wahrscheinlich deswegen auf meinem ersten Platz. Das Zusammenspiel der Farben, also orange, blau, mit diesem Tüpferchen. Super, super sexy. Ist, denke ich, auch so mittelmäßig beliebt, wobei ich jetzt generell bei den P2000s nicht so den Fokus habe. Oder die Waffe nicht so im Fokus habe, weil, ja, die wird gar nicht von so vielen gespielt. Also die meisten, die ich kenne, spielen die USP und spielen diese Popcorn-Waffe eher selten. Aber wenn, dann schon mit dem Fire Elemental Skin, oder? Naja, komm. Am Preis lässt sich auch erkennen, dass die recht hoch gehandelt wird. Guck mal hier, für 120 Euro in Stat-Track. Ich glaube, da sollte man erstmal noch ein bisschen warten, bis ein besseres Angebot reinkommt. Obwohl 4,09 Euro in Einsatz erprobt. Wir gucken mal. Da kann man nicht klagen. Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Und ich bedanke mich bei euch auch für die Kommentare, für die Likes und so weiter und so fort. Höchst edel von euch. Ja, und wir sehen uns dann morgen im Livestream, 18 Uhr, ne? Da geht's dann wieder weiter mit der Hasselei. Und ja, ciao.